Servus, Kameraden, willkommen zurück zu WOT Replays. Die Replay Challenge Kalenderwoche 37 läuft. Wir sind unterwegs im Panzer 4H von der Challa vom Clan Taul und der ist unterwegs im Zug mit Trunk 1 im Stuck 3G. Wir bewegen uns auf Polargebiet in einem 5er Gefecht mit jede Menge 4er Panzern. Und ja, der gute Challa hat die AE-Kanone drauf mit 105 mm und ziemlich wenig AE-Munition nur dabei, nämlich nur 9 Schuss. Muss ich ehrlich sagen, verstehe ich das, könntest du deutlich mehr AE mitnehmen. AP und Premium-Munition würde ich ein bisschen sein lassen. Gerade im 7er Gefecht ist ein AE normalerweise noch besser. Und Premium ist halt teuer. Ja. Okay, im Gegenteam KV1, eine Matilda Black Prince, Wildwagen M42 T67, der wird ein bisschen piepsacken. Feuerbereitschaft hergestellt! Okay, haben wir schon den ersten im. Wo sind Sie hin? Erwischt! Okay. One Shot, One Kill, der Luft ist raus. Feuerbereitschaft hergestellt! Finden wir ein neues Ziel! Gegner getroffen! Das wäre mit HE deutlich besser ausgefallen. Gegner getroffen! Sehr schön. Gut vorbereitet. Ah, da fehlen die ganzen Fischen. Den gerade zu wenig. Vorsicht! Einer unserer Ketten ist beschädigt! Okay. Besonders genau ist die Waffe nicht. Muss man ein bisschen aufpassen. Schön, wenn keine Artillerie im Spiel ist. Da kann man ein bisschen machen, was man will. Hier ein bisschen abwarten. Schauen, wie der Sherman davor fährt. Und vielleicht den einen oder anderen rauslaufen. Guck, guck. Naja. Gut, die Seite gibt es auf. Da ist wahrscheinlich zu wenig los. Und dann Schub hat er sich komplett getrennt. Den hat er hinten mit Stellung gezogen auf den J5. Ah, komm doch raus, komm doch raus. Keine Tarnung auf dem Panzer. Wenn man den hier abfährt. Oh, schöner Schuss. War nicht ganz eingezielt. Aber abgereicht, trotzdem. Ja, gegen Stufe 4 halt. Ja, also Tarnung drauf wäre normalerweise, fände ich ein bisschen besser. Noch keine Gunmark auf der Kanone. Das heißt, der fährt ihn wahrscheinlich nicht so oft. Siegel sieht an. Fährt durch die Feuerlinie von der Matilda. Würde ich so nicht unbedingt machen. Anwinkeln, richtig anwinkeln. Das war richtig. Gegner getroffen! Sehr schön. Erwischt! 1083 Schaden. Steht 7 zu 5 und du hast 3 Kills gemacht. Ah, da wäre halt besser, wenn man mit HE geladen hat. Meine Meinung. Kannst du erfahren, was du möchtest. Klar. Ah, nicht besonders genau. Ist halt eher eine Haubitze anstatt an. Ja, anstatt einer richtigen ballistischen Kanone. Jetzt ist das. Ah, daneben. Fehlt mir manchmal auch die Geduld beim Einziehen, da bin ich ein bisschen ungenau. Es steht 8 zu 8, der Gegner holt jetzt deutlich auf. Ah, war nicht richtig eingezielt. Jetzt, jawohl, sehr schön. Einer Schuss, hat ein bisschen gedauert.
drüben. Wieder nicht eingezielt. Also in Einzielen hast du das nicht so. Das müsstest du öfter machen. Gerade auf Entfernung, gerade mit der Kanone. Dann hast du nämlich mit 200 Schaden auch richtig ein richtiges Brett, was du da raushaust. Richtige Kanone hast du auf jeden Fall drauf. Ja, die ist manchmal ein bisschen ungenau, selbst wenn eingezielt ist. Aber normalerweise wichtig, immer einzielen. So viel gesucht. Das war knapp. Hätte sich bei einer Stufe 3 eine abgefangen. Keine Ahnung, warum du überhaupt der YOLO hochgefahren ist. Geht wieder daneben. So, was haben wir da? Ein Hetzer. Nee. Das reicht halt nicht. So. Jetzt wäre Licht ganz gut. Wir haben zwar 4 Kills, aber aktuell sind wir eher am Verlieren. Weiter vor, da muss das Ding. Schau, 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 wer da drüben ist. Ein Hetzerle. Ah, der fährt ziemlich versenkt. Ist auch ziemlich flach, also da gibt es keine Möglichkeit jetzt zu kommen. So. Wie geht's weiter? Ah, da kommt er schon, der Hetzer. Bringt sich selber zum Sterben mit. Gegner getroffen. 121 Schaden. Würde ich sagen, dass auch hier mit HE das ein bisschen besser abgelaufen wäre. Sehr fein. Gegner getroffen. Er ist näher dran, da brauchen wir auch nicht komplett einzielen. Scheint auch allein zu sein. Niemand. Schön. Weg ist er. Wir haben sie. Okay, 11 zu 12. Immer noch komplett offen. 1737 Schaden hast du gemacht. 5 Kills. Ein Schuss AP noch. 9 Schuss HE und 25 mal Goldmunition. Hier raustrauen ist so eine Sache. T67 auch noch im Spiel. Das wird schwer. Okay, das ist die Feuerstellung, jetzt die andere Seite. T67 greift die Suche von hinten an. Die werden wir uns gleich verabschieden. Zugkollege mit 2 Kills, du mit 5, das ist okay. Müssen bloß noch bald überleben. Okay, T67 löscht die Suche raus. Mit HE wäre sie One-Shot. Okay, ist sie mit AP auch. Vorhalten, abdrücken. Nein, vorhalten. Okay. Nachteil bei der Kanone. Schießt wie eine Haubitze und weniger wie eine ballistische Kanone. Immer bei Goldmunition. Angesichts der Gegner, die noch übrig sind, würde ich eher auf HE umschalten. Okay, bei KV1 kann man mit Goldmunition maschinen. Aber HE geht auch. So, T67. Feuerbereitschaft hergestellt. Da ist er. Rausfahren. Und tschüss. Feuer. Das gibt's aber nicht. Ziel auf den kleines Nebel. Linke Ding. Also. Wir haben sie. Fein gemacht. Von allen anderen im Stich gelassen. 76, die muss irgendwo auf 1er oder 2er Linie stehen, wahrscheinlich auf der 2. Das heißt, die wird sich gleich von hinten mit der treffen wollen. Also bist du auf jeden Fall im Nachteil. Schau, 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 wer da ist. Wieso? Okay. Aber 105 Schaden. Kill Nummer 7. Okay, jetzt müssen wir zu sein. 5 Minuten noch auf der Uhr.
gefährliche Feuerstellung hier oben. Keine Ahnung, ob KV1 und Mathilda zusammen rein. Aber normalerweise hätte ich hier keine Chance. Offen. Mathilda ist hinter dir. Da oben. Hat noch 8%. Also einen Schuss, dann ist sie weg. Probieren. Na, probierst du nicht, okay. Enges Spiel. Da drüben ist die Kopf. Ah, okay. Von da hast du keine Chance, die hat genügend Durchschlag. Die schießt dich weg mit 2 Schüssen. Ah, vielleicht mit 3. Feuerbereitschaft hergestellt. Jawohl, haut er eben drauf. Deckung ausmachen, einmal 2. Ich würde sagen, der. Oh, der war daneben. Hast du einen Schuss? So, mein Reden. Schieß mit HE. Da kommt es auf jeden Fall weiter. Jawohl. Wir haben sie. Sehr fein. So, bleibt übrig ein KV1. Ich gehe davon aus, dass wir den heute noch gar nicht gesehen haben. Moment. Und dass er irgendwo im Cap steht und den keiner bedient. Das heißt, da steht AFK da. Den kannst du ganz normal rausnehmen. Würde ich sagen. So, und 3 Minuten ist das Spiel vorbei. So, wir schalten nur mal VE. Oh, wie schön. Du brauchst keine Premium-Munition für den. Hättest du im ganzen Gefecht eigentlich nicht gebraucht. Aber ist egal. 8 Kills hast du inzwischen. 1959 Schaden. Das ist sehr gut. Da steht da mit 100%. Ja. Keiner bedient das Fahrzeug. Passt. Einmal drauf auffeuern. Dann geht's schon. Treffer, aber kein Durchschlag. Was? Schieß mit HE. Was machst du denn? Treffer, aber kein Durchschlag. Das ist absolute Geldverschwendung, was der macht. Würde ich lassen. Wir haben sie nicht mehr angekratzt. Das wird nichts. So, einmal von hinten rein. Das müsste normalerweise gehen. Gegner getroffen. Letzter Schuss. Das wird Kill Nummer 9. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, bitte einmal draufklicken. Gegner beschädigt! Und ein Like da lassen. Das war's. Fahrzeug zerstört! Fein gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und lasst einen Kommentar auf meinem Kanal. Wir sehen uns. Bis dann, eure Keule. Ciao.